Der Mittelaltermarkt in Butzenhausen. Hier haben sich tausende Fans versammelt für eine Reise in die düstere Vergangenheit. Und hier am Rande des Geländes liegt das Zelt der USA. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier heute so passieren wird. USA! USA! Hallo? Hello and welcome to the Mittelalter made in USA! Ja, aber so richtig mittelalterlich sieht das gar nicht aus hier. Wir in Amerika, wir machen die finstere Mittelalter nicht mit Theaterkulisse, sondern wir leben das. Schamane, oh, Schamane, oh. Zum Beispiel mit dem Urteil von der Supreme Court, dass es gibt kein allgemeines Recht mehr auf Abtreibung. Und nun können in vielen Bundesstaaten die Frauen nicht mehr frei über ihre Körper bestimmen, wie im Mittelalter. Entschuldigung, wo geht's denn hier zum Scheiterhaufen für die Schwangerschaftsabbrecherinnen? Oh, das ist gleich links, direkt gegenüber, von die Pranger für Evolutionsbiologen. Und das ist noch nicht alles. Wir haben auch militante Christen und Wissenschaftsfeindlichkeit. Und vor allem wegen der Waffengewalt, wir haben eine relativ niedrige Lebenserwartung, wie im Mittelalter. Ja, das ist ja schon irgendwie mittelalterlich, aber so richtig schön ist das nicht. Nee, also wir machen auch andere Epochen. Wir stellen Bürgerkriegsschlachten nach mit Demokraten gegen Republikaner. Das heißt, nicht lang Fackeln im Sturm und ist sehr authentisch. Die Teilnehmer schießen mit echter Munition, also zumindest die Republikaner. Möchten Sie vielleicht einen Bürgerkriegsburger? Nein, danke. Oder vielleicht ein Supreme Court Hose? In den Taschen sind schon die nächsten Urteile gegen Homo-Ehe und Verhütung. Puh, also die USA, die sind wirklich finsterstes Mittelalter. Aber hier ist einer mit einer Regenbogenflagge. Oh Gott. Gibt es einen Arzt hier? Ja, hier. Nein, lassen Sie mal. Unser Mitarbeiter ist ganz authentisch nicht krankenversichert. So wie im Mittelalter.